Ist für Justin Bieber gerade alles zu viel? Der Popstar steht unter enormem Druck. Erst vor wenigen Wochen dürfte er zusammen mit seiner Frau Hailey ihr erstes Baby, den kleinen Jack, willkommen heißen. Eigentlich ein Moment voller Glück, doch dieser wird nun von einem Skandal überschattet, der alles verändert. P. Diddy, mit dem Justin eng befreundet war und häufig zusammenarbeitete, steht plötzlich im Fokus schwerer Vorwürfe. Für Justin ein echter Albtraum. Ein Insider verriet der Daily Mail, Justin fühlt sich, als gäbe es niemanden, mit dem er über P. Diddy sprechen kann und um ehrlich zu sein, versteht er selbst nicht, was da gerade passiert. Die Nachrichten über Diddy belasten ihn schwer, und obwohl er die ersten Momente als frischgebackener Papa genießen möchte, liegt ein dunkler Schatten über dem Vaterglück. Besonders schlimm für Justin. In den Medien kursieren gerade alte Videos, die ihn als 15-Jährigen mit P. Diddy zeigen. 48 Stunden verbrachte er damals mit dem Rapper, der ihn wie einen Mentor unter seine Fittiche nahm. Die beiden feierten zusammen, und jetzt Jahre später belasten ihn diese Erinnerungen zusätzlich. Die Freundschaft der beiden reicht weit zurück, und erst 2023 arbeiteten sie erneut zusammen an Diddys Album The Love Album, Off the Grid. Doch nun sitzt der Rapper seit 2 Wochen in Untersuchungshaft. Ihm werden schwerwiegende Verbrechen wie Sexhandel und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Mehrere Menschen haben sich bereits gemeldet und erheben Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Wie geht Justin mit diesem Druck um? Kann er sich trotz allem auf sein Vaterglück konzentrieren? Bleibt dran und erfahrt, wie der Popstar diese schwierige Zeit meistert.